diesem Video schauen wir uns zwei Module an, nämlich das Sample and Hold und der Noise Generator, weil die gehören irgendwie zusammen. So. Der Rauschgenerator ist relativ einfach und schnell erklärt. Er hat nämlich nur zwei Regler. Einmal hier unten das Volumen, Minimum, Maximum. Minimum, Maximum, ganz einfach. Und hier oben einen Regler, mit dem ich die Färbung des Rauschen einstellen kann. Also gehen wir mal auf rechts, da ist es weißes Rauschen, kennt jeder. Und wenn ich den Regler nach unten mache, läuft es über Pink Noise bis zu Low. So, ich mache es mal ein bisschen lauter. Also wir hören im Low-Bereich sind es mehr die unteren Töne, die bevorzugt werden im Rauschen. Man sieht es hier auch an dem Ostsee. Das ist der langsamere Verlauf der Kurve. Und so wie ich höher komme zum weißen Rauschen, wird das Ganze immer breiter und heller, was ihr auch schön am Ostsee hier unten erkennt. In meiner Sample and Hold Unit habe ich den schon oft angesprochenen internen Clock. Und zwar mit diesem Regler, wo Rate steht, stelle ich die Clock-Frequenz ein und hier neben bei Clock Out kommt mein Signal raus. So. Gehen wir mal in Clock Out. Hier unten sehe ich jetzt also das Clock-Signal, was hier generiert wird und wie ich das mit dem Regler einstellen kann. Dieses Clock-Signal wird intern an viele Stellen verteilt, wie zum Beispiel oben den ADSR, den Sequenzer, wo es weiter benutzt wird. Die Sample and Hold Unit. Eine Sample and Hold Unit macht folgendes. Ich lege ein Eingangssignal an und immer zu einem bestimmten Zeitpunkt messe ich die Spannung, die dieses Eingangssignal gerade hat und halte diese Spannung konstant bis zum nächsten Messpunkt. So. Die Messpunkte werden natürlich über meinen Clock generiert. Das ist die Zeit, wo ich abtaste. Und das Eingangssignal wird hier oben angelegt. Defaultmäßig hole ich das hier unten aus dem Rauschen, weil damit generiere ich dann Zufallsausgangsspannung. Ich kann hier oben aber auch ein beliebiges Signal anpatchen. So, der Ausgang meiner Sample and Hold Unit steht mir hier zur Verfügung bei Sample and Hold Out. Was wir hier jetzt haben, ist eigentlich die Default-Beschaltung. In blau mein Eingangssignal vom Sample and Hold aus meinem Rauschgenerator, ist ja defaultmäßig aufgepatcht, und in gelb seht ihr jetzt den Ausgang des Sample and Hold. Die Glock habe ich in die Mitte gestellt und ihr seht quasi bei jeder Veränderung, das entspricht meinem Glock-Signal und das ist meine Ausgangskurve. Das heißt, jedes Mal, wenn meine Glock eingeschaltet wird, wird geschaut, was liegt hier unten in meinem Rauschen für einen Pegel an und dieser wird dann gehalten bis zum nächsten Glock. So hört sich das Ganze an, wenn ich damit einen Oszillator moduliere. Aber ich glaube, mit dem Rauschen ist es etwas schwer nachzuvollziehen. Ich patch mal kurz um. Als Eingangssignal habe ich jetzt mal einen Sägezahn genommen und nicht mehr das Rauschen. Schauen wir uns das Ausgangssignal an. So, ich halte das Ganze mal aus. So, wir sehen hier schön die einzelnen Stufen von meinem Clock. Das heißt, jedes Mal, wenn mein Clock sich einschaltet, wird geschaut, welche Spannung liegt am Eingang an. Diese wird dann gehalten bis zum nächsten Glockschlag und so erhöht sich das hoch bis hier oben beim Maximum. Die nächste Abtastung war dann hier unten im Minimum. Und so läuft das Ganze wieder durch. So, hören wir uns das Ganze mal im Vergleich an. Und wenn ich jetzt die Glockrate ändere, wenn ich hier den Level ändere, damit mache ich im Prinzip den Bereich kleiner, in dem meine Ausgangsspannungen rauskommen. Ich muss natürlich nicht die interne Clock benutzen für mein Sample and Hold, sondern ich kann ein externes Clock-Signal hinzufügen.
So, steht hier unten extern Clock In. Patche ich jetzt mal drauf. Ich habe es noch nicht angeschlossen. Und ihr seht und hört, der Ton bleibt gerade stehen. Ich könnte dieses Signal jetzt zum Beispiel auch an mein Gate-Signal vom Keyboard anschließen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich eine Taste drücke, erzeugt er mir einmal den Sample and Hold und hält diese Ausgangsspannung. Ich nutze jetzt einfach mal von hier oben die Ausgangsspannung von meinem LFO. Also ich kann hier beliebige Signale anschließen. Jedes Mal, wenn ich einen Trigger auslöse, behält er sich eine Spannung. Das Ganze ist natürlich analog generiert, so wie man es damals gebaut hat. Das heißt mit einem Speicherkondensator. Bedeutet, die Spannung wird nicht ewig gehalten, sondern irgendwann wird die natürlich auch leicht wegdriften. Bei der Sample and Hold Unit befindet sich noch dieser Umschalter. Den Umschalter kann ich bidirektional, also in beide Richtungen, verwenden. Ich kann entweder A und B als Eingang nehmen, dann ist C mein Ausgang, oder andersrum, C ist mein Eingang, dann ist A und B der Ausgang. Die Umschaltefrequenz wird hier von meinem internen Clock geregelt und wird auch an der Leuchtdiode daneben angezeigt. Jedes Mal beim Aufleuchten der Leuchtdiode schaltet der Schalter um. Wichtig, auch wenn ihr hier vorne eine externe Clock für den Sample and Hold auflegt, der Umschalter bleibt weiterhin an der internen Clock, nämlich hier an diesem Regler hängen. Machen wir mal ein, zwei Beispiele. Mein Oszilloskop habe ich jetzt an den Ausgang C angeschlossen und ich nehme mal hier ein Patchkabel, das kommt von Oszillator 2 von meinem Sägezahn, gebe das auf A und ich sehe, jedes Mal, wenn A eingeschaltet wird, habe ich das Sägezahn am Ausgang. Ich hole mir vom Oszillator 3 mal ein Rechtecksignal auf B. Genau das gleiche, immer wenn ich in Stellung B bin, wird durchgeschaltet. Und wenn ich beide anlege, wird hier zwischen A und B umgeschaltet. Die Umschaltgeschwindigkeit kann ich hier mit dem Rate-Regler, also mit der internen Clock, anpassen. Ich habe wieder A und B als Eingang, wobei A jetzt hier von meinem ADSR kommt und B von meinem AR. Ich schalte ja hier mit meiner internen Clock um. Meine interne Clock habe ich auch benutzt, um meinen Hüllkurvengenerator zu starten. Und an Ausgang C seht ihr jetzt das Ergebnis, nämlich einmal wird meine AR-Kurve durchlaufen und einmal meine ADSR. Ja, ob das eine sinnvolle Anwendung ist, weiß ich nicht, aber ich wollte zumindest mal die Möglichkeit zeigen. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel als Frequenzmodulation auf einen Oszillator gebe, hört sich das so an. Jetzt nochmal das Beispiel genau andersrum. Ich habe jetzt hier den Ausgang von meinem VCA genommen und den auf C angeschlossen und A und B gehen hoch in den Mixer und werden dort einmal auf dem rechten Kanal und einmal auf dem linken Kanal eingespeist. Das heißt, mein Signal kommt jetzt abwechselnd rechts und links raus. Hört man wahrscheinlich auf dem Video mit der Handyaufnahme jetzt nicht ganz so toll. Aber man sieht schön die Stille und das Abwechselnde. Ich kann dem Ganzen jetzt natürlich noch einen Reverb hinzufügen, den ich auf beide verteile.